Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Mafia 2 mit Praxis. Und wir werden uns jetzt noch schnell so reichlich $1500 verdienen. Um... Giuseppe... Ja, die Schulden bezahlen zu können. Wo ist denn der? Da ist Bruschi! So weit muss ich fahren, oh mein Gott! Naja, was soll's. Wenn ich einmal da bin, werde ich ja hoffentlich ein paar Autos in der Nähe finden. Ansonsten werde ich mit dem versuchen, halt nicht ganz so viele Unfälle zu bauen. Ich kann halt gerade auch überhaupt nicht einschätzen, wie viel Geld ich für so ein Auto bekomme bei Bruschi. Das ist das Problem. Wird eine lange Fahrt. Zu erzählen gibt es eigentlich überhaupt gar nichts. Von daher genießen wir einfach die Umgebung. Und ich weiß nicht, vielleicht schon die letzte Aufnahme, vorletzte Aufnahme. Ich kann gerade nicht einschätzen, wie lange es noch genau geht, aber es wird definitiv nicht mehr lange gehen. Ich meine, wir haben gestern quasi Derek und diesen Dicken umgebracht. Also, ja, zwei ziemlich hohe Tiere bei der Mafia, für die wir ja eigentlich arbeiten. Aber ich meine, der hat unseren Vater umgebracht. Warum jetzt eigentlich so richtig, haben sie nicht aufgeklärt. Also, es muss ja irgendeinen Grund gegeben haben, warum sie einen Arbeiter haben. Also ist eigentlich nicht, also die bringen ja nicht einfach so die ganze Zeit Arbeiter um. Das heißt, den Grund haben sie uns leider nicht genannt, aber da kann es auch egal sein. Es war unser Vater, wir haben ihn gerecht. Und jetzt kann er in Ruhe. In Ruhe Frieden. In Frieden ruhen. Oh, es ist so weit, aber okay. Die letzte Teil der Strecke ist halt viel geradeaus. Das sollte dann schnell gehen. Wobei, das ist halt schon ein ziemliches Schiff, mit dem ich hier fahren muss, wie man sieht. Bremsen sind nicht die allerbesten. Das ist total schwer. Und auch generell ziemlich schwerfällig. Jetzt gehen wir mal eine Runde Gas. Riverside. So, jetzt müsste es gleich geradeaus gehen. Ja, hier. Aber es wird ewig dauern, bis wir hier auf die Endgeschwindigkeit kommen. Schauen wir mal. Okay, so richtig geradeaus geht's auch nicht, wie ich gerade eben sehe. Jetzt aber. Komm, Baby, gib Gas. Boah, fast schon 80. Oh nein, Polizei. Was? Der hat es nicht gestört? Oh, der Polizei. Ach, Mann, mach doch mal mein Auto nicht kaputt. Das versuche ich hier noch zu verkaufen. Naja, okay, jetzt habe ich es gewaschen. Kleine Wäsche von unten vor allem. Ein bisschen das Öl, was wahrscheinlich schon an allen Stellen raustropft, abgewaschen. Naja, gut, wobei, Öl kann man nur schwer mit Wasser abwaschen, aber ein bisschen grobe, es wird schon. Ach, ist noch eine Radkappe abgefallen. Verdammt, ich senke hier gerade den Preis meines Autos immer mehr. Und jetzt? Ja, ich glaube, ich muss da reinfahren. Bin ich ja echt mal gespannt, wie viel Geld es gibt für ein nagelneues oder fast nagelneues Auto, wenn ich das verschrotte. Wenn ich das verschrotte. Hat irgendjemand Dschungelcamp angeguckt, wo diese bekloppte, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, diese nervige Blondine. Ihr wisst schon, wen ich meine. Diese nervige Blondine, wo die ganze Zeit, bevor sie zur ersten Dschungelprüfung gegangen ist, gesagt hat, gefragt hat, wo ihr Sock ist. Das war ja wohl echt das Nervigste überhaupt. Oder generell ist die Frau einfach eklig nervig, ey. So, wie viel Geld brauche ich denn noch? Ach, eigentlich können wir es auch einstellen, aber beikommen. Wir knacken es schnell. Wo ist mein Sock? Das heißt nicht Sock, das heißt Socken oder Socke, aber nicht Sock, ey. Das ist mich so aufgeregt. So, ich könnte jetzt logischerweise dieses Auto auch verschrotten. Das Problem ist nur, dass ich dann logischerweise... Ach, wobei, ist eigentlich egal. Ich muss so oder so laufen. Weil ich kann ja logischerweise nicht mit zwei Autos fahren. Also, naja... Ich verschrotte das erstmal und suche mir dann schnell ein neues. Ich glaube, ich brauche ungefähr 4 Autos. Ja. 2 Stück brauche ich noch. Blöderweise steht hier keins mehr rum, das noch zu gebrauchen ist. Das heißt, wir müssen jetzt leider Gottes ein Stück laufen und das Ganze müssen wir zweimal machen. Oh, steht da noch eins? Nee, das ist auch eine Schrottkarre.
schon ärgerlich. Ich gehe mal hier lang. Komm, wir gehen Autos klauen, um die zu verschrotten. Wer macht denn sowas? Hey, stehen bleiben. Oh ne, da ist Polizei. Fahren Sie ruhig weiter, Officer. Gibt's hier vielleicht irgendwo einen Parkplatz? Das wäre am geilsten. Ich mir einfach ein parkendes Auto klauen könnte. In Ruhe quasi. Ah, da drüben. Okay, da drüben. Welches nehmen wir denn mal? Das hier ist ein bisschen abgeschiedener. Nehmen wir das. Können wir eigentlich auch einfach die Scheibe einschlagen. Ich meine, scheiß drauf. Das Auto wird eh verschrottet. Ich bin echt gespannt, wo es die letzte Mission ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen. Da muss ja noch ein großer Showdown kommen, oder? Ich meine, es war schon ein ziemlicher Showdown. Die... Oh, ich war gerade total umweg. Es war zwar schon ein ziemlicher Showdown, was wir gerade eben in der vorletzten, in der letzten Mission gemacht haben, aber wird es ja wohl kaum gewesen sein, oder? So, kleiner Umweg gefahren, dass wir uns den ganzen Spaß hier nochmal in Ruhe angucken können. Ah, und da steht auch wieder ein Auto, das ist natürlich perfekt. Das wusste ich ja gar nicht, dass es dann einfach wiederkommt. Fahren wir rückwärts rein. Ne, doch nicht. Ich stelle mich aber auch gerade wieder ziemlich doof an, ey. So. Vorletzte Aktion. Und da ja das andere Auto direkt hier steht. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Man braucht ja doch nicht nochmal so weit gehen. Aber gut, ich muss ja wieder... Ich muss ja wieder von hier wegfahren, logischerweise, höchstwahrscheinlich. Das bedeutet, ich muss wahrscheinlich doch nochmal weit fahren. Ich frage ihn, wo immer dieser Schrott hingeht. Also er wird ja einfach nur klein gepresst, aber komischerweise liegt nichts drin. Sehr unrealistisches Spiel. So, ja, unser letztes Autolein. So krass, oder? Nur um diese... Schulden zu bezahlen, müssen wir so viel Geld auftreiben, ey. Was ist das gesamte Geld? Gefunden. Eingesammelt. Triff dich jetzt mit Joe. Okay. Ich bin ja mal gespannt, ob es da noch irgendwelche Action gibt, wenn wir jetzt zu dem Bruno gehen. Also ob da noch irgendwie... böse Worte fallen oder so, oder ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Ah, cool, da haben wir ein Auto gefunden, aber es ja, ist mir doch ein bisschen zu blöd. Dann nehmen wir lieber eins von da drüben, auch wenn es alles sehr gewöhnungsbedürftige Fahrzeuge sind. Kommt gerade die Polizei. Okay. Und da ich mit diesem Auto ja jetzt fahren muss, werde ich auch es ganz anständig klauen und nicht kaputt machen. Verdammt! So. Wo müssen wir denn hin? Quasi geradeaus, okay. Dann fahren wir eben mal geradeaus, wenn uns das Navi sagt, was es natürlich damals auch schon gab, ein Navigationssystem, dann fahren wir geradeaus. Uns hat auch die Polizei nicht gestört. Das ist absolut legitim damals gewesen. Man durfte Zäune mit einem Fahrzeug kaputt fahren, wenn einem das Navi sagte, dass man geradeaus fahren muss. Das war so ein Gesetz damals. Ganz normal. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie das ausgeht hier mit dem Geld. Es ist so sinnlos, ne? Haben wir diese Kackmission von Henry gemacht, die wir nicht hätten machen müssen? Mit den Scheißdrogen. Wir wären nicht zu dem Dicken gegangen, wir hätten ihn nicht umgebracht, weil wir ja gar nicht rausgefunden hätten, dass er unseren Vater umgebracht hat. Wir wären noch in der Familie drinne. Alles wäre Friede, Freude, Eierkuchen. Es wäre alles toll. Nur weil wir diese Kackmission von Henry gemacht haben. Ich habe von Anfang an gesagt, lass die Finger von den Drogen weg. Drogen böse. Und... ja, aber die wollen ja nicht auf mich hören.
Muss ich auch noch hochgehen oder was, ey? Junge. Krass, dass der nie seine Wohnung gewechselt hat. Ich bin jetzt mittlerweile in der dritten Wohnung, glaube ich. Ganz am Anfang habe ich ja bei ihm hier gelebt, von daher. Joe war nicht zu Hause. Erst dachte ich, er würde sich nur verspäten, also ging ich noch was essen. Zwei Stunden später war Joe immer noch nicht da. Es wurde langsam dunkel und ich fing an, mir Sorgen zu machen. Ich beschloss, ihn zu suchen. Ich frage mich, wie der Typ 27.500 Dollar auftreiben soll. Vielleicht ist Joe bei Eddie im Falcon. Ich wollte nochmal spaßeshalber klingeln. So. Endlich sind wir wieder an der Garage und endlich können wir wieder unser Paxis Mobil nehmen. Das wird aber auch sowas von dermaßen Zeit. So, nicht, dass wir gleich einen Schrottmühlen hier rumfahren müssen. So. Welches war denn jetzt das Paxis Mobil? Das hier, na also. Reparieren. Wagen nehmen. So macht es direkt wieder viel mehr Spaß. Hm. Ziemlich laut fällt mir gerade auf im Vergleich zu den anderen Wägeleien. Naja. Ach, und ich habe immer noch nicht volle Energie, ey. Wie ich ja die ganze Zeit nur auf. Man, er sieht doch nur, dass ich ihm entgegenkomme. Die ganze Zeit hier nur mit halber Kraft quasi unterwegs bin. Aber egal, da macht's, das macht das Spiel noch ein bisschen schwieriger, das macht das Ganze spannender, wenn wir nicht volle Energie haben. Das passt doch. Langsamer. Die fahren aber auch total behindert, oder? Die können doch damit rechnen, dass ich in den Gegenverkehr reinfahre. Das ist doch normal. Was? Die Polizei verfolgt mich? Oh nein. Verfolgung von Rasa aufgenommen. Alles klar. Und pünktlich am Ziel die Polizei abgehängt. Moin Moin! Vito, gut, dass du hier bist. Du hast gehört, was passiert ist? Nein, was ist los? Henry ist tot. Was? Die scheiß Chinesen haben ihn am helllichten Tag in Stücke gehackt. Wieso? Und du bist also völlig ahnungslos. Henry wollte mich an einem Geschäft beteiligen, aber ich wollte nicht. Was ist passiert? Nun, Henry ist, naja, war dumm. Er machte Drogengeschäfte mit den Tongs. Er wusste, dass das nicht okay ist und wurde erwischt. Carlo gab ihm einen kleinen Denkzettel und sagte, damit wäre es erledigt. Aber die Schlitzaugen haben Henry gelinkt und ihm mitten im Park die Lichter ausgeblasen. Scheiße. Man sollte keine Geschäfte mit Reisfressern machen. Das ist noch nicht alles. Das war kein Alleingang von Henry. Gestern haben irgendwelche Typen einen Haufen Schlitzaugen in Chinatown massakriert. Die denken jetzt, wir oder Vinci stecken dahinter. Vinci wird bereits von ihnen bedroht. Wenn das nicht schleunigst geklärt wird, stecken wir voll in der Scheiße. Bist du sicher, dass du nichts darüber weißt? Überhaupt nichts, ich schwör's dir. Ja? Was ist mit Joe? Wir waren die letzten Tage dauernd zusammen. Dann habt ihr ja Glück. Carlo ist gerade nicht in der Stadt, aber wenn er zurückkommt, wird's wohl unangenehm. Kein Wunder. Ich hoffe, du verarschst mich nicht, Vito. Ich versuch's mal bei Giuseppe. Der kriegt so einiges mit. Ich will den Penner auch suchen, ey. Das ist echt ein guter Freund, der Joe. Nur Probleme macht er. Nur Probleme. Wegen dem muss ich zu dem. Wegen dem muss ich in den Krieg. In den Knast. Ganz Spaß, ey. Ah ja, Polizei, wir fahren etwas langsamer. Oder können wir jetzt wieder Gas geben? Ja. Wehe, der hängt nicht bei Giuseppe ab oder dieser Tusch. Oh mein Gott, das ist ein schwerer Name.
Oder dieser Giuseppe weiß wenigstens Bescheid, was abgeht. Ach ja, ich wollte mich noch bedanken für die vielen Abos, die ich bekommen habe. Obwohl ich überhaupt nicht mehr Videos gepostet habe. Wir sind mittlerweile über 700 Abonnenten und es kommen eigentlich täglich neue dazu. Was halt einfach an den Videos liegt, die ich schon produziert habe und hochgeladen. Aber wie gesagt, ich bedanke mich bei allen neuen Abonnenten an dieser Stelle nochmal. Und es gibt jetzt wieder regelmäßig neue Videos. Freut euch! Wir haben lange kein Playboy-Magazin mehr gefunden, fällt mir gerade eben so ein. Wo ist denn dieser Giuseppe schon wieder? Ah, okay, da hätte ich auch hinfahren können. Hey Giuseppe, ich suche Joe Barbaro. War er hier? Hallo Vito, ja, Joe war vorhin da. Also, ich suche ihn schon den ganzen Tag. Wo ist er hin? Hat er nicht gesagt, aber das konnte er auch nicht wissen. Wie bitte? Naja, er war auf der Suche nach Arbeit, aber bevor wir unser Gespräch beenden konnten, haben ihn ein paar Männer mitgenommen. Was? Wer? Vincis Männer. Sie haben gesagt, Mr. Vinci will mit ihm reden. Wo sind die hingefahren? Weiß er nicht. Vielleicht in ihre Bar, das Mona Lisa. Scheiße! Stimmt was er nicht? Naja, sagen wir mal so, wir stehen momentan nicht gerade auf bestem Fuß mit Mr. Vinci. Ja, Joe sah nicht glücklich aus. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Ich muss rausfinden, was da los ist. Hoffentlich nichts Schlimmes. Viel Glück, Vito. Schön, das ist dich zu sehen. Suche dir was aus und sag dann Bescheid. Hier, bitte. Das dürfte das Richtige sein. Das ist doch das Beste, oder? Du bist einfach... Ah, nicht beenden. What the fuck? Du bist einfach so ein kleiner Waffenhändler. Alle Familien wollen was von dir. Du verkaufst deine Ware, da geht niemand auf den Sack. Du hintergehst niemanden. Niemand will dich umbringen. Und du machst schönes Geld, schönes, gutes Geld, weil es ist ja eine illegale Ware. Da wird man ja wohl einen guten Gewinn mitmachen. Das ist die richtige Arbeit, anstatt hier für diese Pfeifen zu arbeiten, weil irgendwann baut man wieder irgendwelche Scheiße und die wollen dann umbringen. Ach Mann, so dumm. Pass doch auf, du hast den Polizisten nicht gemerkt. Was war das denn? Fährt mir komplett rein, habt ihr das gesehen? Und er hat seine Sirene schon angemacht, bevor ich ihm reingefahren bin. Das heißt, er hat es mit Absicht gemacht. Er wollte einfach einen Grund haben, mich zu verfolgen, das war alles. Schön, dass mein Auto gleich kaputt ist, ey. Aber egal, es qualmt erst weiß. Ich glaube, es kommt erst schwarzer Rauch, bevor es explodiert. Weg damit! Brauchen wir nicht. Da sind wir auch schon, die Mona Lisa. So, bevor wir da aber reingehen, muss ich hier erstmal einen Cut machen. Ist jetzt etwas kürzer als 20 Minuten, aber ich überziehe auch oft genug. Weil ich muss jetzt los und muss weg und kann nicht überziehen. Und ich weiß nicht, wie lange jetzt die Zwischensequenz läuft. Die kann ja jetzt minutenlang gehen, deswegen kann ich mir das nicht leisten. Also, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet bitte beim nächsten Mal wieder ein. Und, also morgen, in diesem Sinne, euer Paxis. Tschüss.